So, servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Digital Fat Reviews. Heute habe ich einen Gast bei uns, nämlich den Luik. Und du möchtest uns ein Fahrrad vorstellen, und zwar ein ganz besonderes Fahrrad, nämlich ein Cargo Bike. Und nicht irgendein Cargo Bike, sondern das Kifi. Genau, das Kifi Explorer. Kifi Explorer, okay. Also meine erste Frage ist natürlich immer, was kostet es und was wiegt es? Wir liegen bei 4.499 Euro. 4.499 Euro ist ein stolzer Preis, aber ich glaube im Vergleich zu einigen anderen Cargo Bikes ist das gar nicht so teuer. Das werden wir nachher noch sehen. Und vom Gewicht her, wo sind wir da ungefähr? Das Fahrrad ist ziemlich leicht für so ein Lastenrad. Wir liegen bei 29 Kilogramm. 29 Kilogramm. Das Besondere an dem Fahrrad ist ja, dass wir hier ein Dreirad haben. Und jetzt können wir das ja vielleicht mal vergleichen mit anderen Modellen, die auch diese Dreirad-Architektur oder Fahrwerk haben. Was ist denn jetzt hier an dieser Dreirad-Architektur oder Fahrrad-Fahrwerk das Besondere? Also da haben wir ein Dreirad, ein Lastenrad mit drei Rädern, okay, das über ein Neigungssystem verfügt. Ja, okay. Genau. Und also das schauen wir uns gleich noch an. Das können wir gleich noch später sehen. Genau, ja. Und was ist jetzt der Vorteil davon, wenn du sozusagen also dieses Neigungssystem hast? Es gibt ja auch diese Christiania-Fahrräder, die sind sozusagen ja starr, einfach ohne praktisch ein Neigungssystem. Wie ist das denn vom Fahrverhalten jetzt, dieses Fahrrad im Vergleich zu einem Christiania? Genau. Dank dem Neigungssystem sind wir viel näher an dem Gefühl von einem echten Fahrrad, also von einem Zweirad-Fahrrad, ja. Weil es sich sozusagen neigt. In die Kurve mit rein neigt. Okay, alles klar. Verstanden. Also wir haben hier ein Fahrwerk mit einer Dreirad-Architektur sozusagen. Jetzt aber nochmal, um das zu verstehen, es ist hier keine Einzelradaufhängung, weil sowas gibt es ja auch noch. Genau, genau. Also es sind andere Fahrräder, die auch ein Neigungssystem haben. Sie haben aber Einzelradaufhängung. Mhm. Und hier ist es ein Parallelogramm. Also es gibt Vor- und Nachteile. Ja. Also was wäre denn ein Vorteil jetzt? Also der Vorteil ist, dass wenn du dann abbiegst, wenn du lenkst, dann dreht sich das Ganze vorne mit und damit kannst du auch viel mehr lenken. Also, der Wendekreis ist dadurch wesentlich kleiner als wie bei einem Christiania-Fahrrad zum Beispiel. Oder wie bei diesen, wie heißen die, Bullets oder was? Die Long Johns. Also Bullet ist die Marke, Marke. Ja, ja. Long John ist diese Art von Fahrrädern. Das heißt also schon mal Vorteil Nummer 1, der Wendekreis ist wesentlich kleiner. So, also jetzt haben wir gerade schon gehört, der Wendekreis von diesem Kifi Explorer ist im Vergleich zu anderen Cargo Bikes, die eine andere Architektur haben, relativ klein. Und jetzt wollte ich nochmal gerade hören, so die Länge von dem Fahrrad, wenn wir uns das jetzt da hinten mal anschauen, ist ja auch nicht wesentlich größer als wie ein ganz normales 28 Zoll Trekking-Herrenrad oder so. Ja, genau, also wir sind kaum länger als ein normales Rad, dank der 20 Zoll Räder. Ne? Ja, das, genau. Das finden wir auch bei anderen Marken, so Lastenrädern mit so kleinen 20 Zoll Rädern. Aha. In der Höhe können, also der Schwerpunkt ist niedriger. Und das Fahrrad ist auch automatisch ein bisschen kürzer. Okay, jetzt haben wir gehört, also es gibt Vorteile bezüglich des Fahrverhaltens. Du hast diese Kurvenneigung, es fühlt sich mehr an wie ein ganz normales Fahrrad, wie ein Zweirad sozusagen. Der Wendekreis ist kürzer, das Fahrrad ist nicht wirklich länger als ein normales Fahrrad. Aber was sind denn jetzt eher so die Nachteile? Also wir haben hier ein Cargo Bike. Jetzt von diesem System gibt es ja bestimmt auch Nachteile. Ja, also schicke zum Beispiel, nehmen wir ein schicke, sie haben so zum Beispiel so Einzelradaufhängung. Ja. Der Nachteil bei diesem Fahrwerk, was wir hier haben, ist, dass wir ein Parallelogramm haben und das Ganze dreht sich, also wenn ich lenke, dreht sich das Ganze mit. Du müsstest das ganze Gewicht mitdrehen. Das heißt, wenn ich vier Kasten Bier vorne habe, dann drehe ich das mit, mit dem Lenker. Aha. Aber da haben wir die zwei Räder, trotzdem, um das besser zu stützen. Also natürlich kann ich mehr draufladen.
aber ich muss es auch mitdrehen. Und natürlich im Vergleich mit einem Fahrrad mit Einzelradaufhängung, zum Beispiel bei Schicke, da, wenn ich lenke, muss ich nur die Räder drehen, ne? Und aha, die Ladung, okay. Die Ladung bleibt sozusagen stabil auf dem Rahmen. Ah, okay. Genau. Alles klar. Jetzt hast du gerade noch irgendwie gesagt, 4 Kästen Bier könntest du theoretisch vorne transportieren? Ist es genau. Wirklich so? Könntest du das wirklich? Also ich bin schon mit 4 Kasten Bier vorne gefahren und hinten noch, also kein Kasten Bier, sondern Wasser. Aber also 4 Kästen Bier und 2 Kästen Wasser, das heißt genau. Insgesamt könntest du 6 Kisten Getränke transportieren. Genau, aber von dem Hersteller sind nur vorne 30 Kilo Zulast zugelassen. Wie viel Zuladung habt ihr oder kann man jetzt auf dem Kifi Explorer insgesamt transportieren? Also vorne haben wir gehört 30 und insgesamt? Also wir haben eine Zuladung von 190 Kilo insgesamt. Wir ziehen die 30 Kilo Maximalgewicht vorne und 80 Kilo vom Fahrer zum Beispiel und dann bleiben noch 80 Kilo Zuladung für hinten. Genau. Okay, alles klar. Das heißt, also wir können ordentlich transportieren, wir haben ein gutes Fahrverhalten, wir haben einen kleinen Wendekreis, ein relativ geringes Gewicht. Jetzt nochmal so von den Komponenten, was haben wir denn dran? Das ist ein E-Bike, was für einen Motor haben wir denn dran und was für eine Batterie haben wir mit dran? Also wir haben, unsere Bosch Performance Line, also Modell 2020. Ah, das neueste Modell, okay. Mit 65 Newtonmeter. Aha, ordentlich. Reicht aus, oder, zum Fahren? Das reicht völlig aus. Du kannst also auch da irgendwelche Berge hochfahren und mit Zuladung. Man kann richtige Steigungen hochfahren, das ist überhaupt kein Problem. Auch beladen habe ich schon mal probiert, das ist wirklich... Also okay, super Bike. Und die Batterie, also was ist jetzt die Kapazität der Batterie und was bedeutet das in Reichweite? Also wir haben einen Akku mit 400 Wattstunden und das bedeutet, also da muss man wirklich je nachdem, wie man fährt, ja klar, kann man von 45 Kilometer bis 100 Kilometer Reichweite. Ah, okay, also, und was ist jetzt ein realistischer Wert? Also du bist ja selber schon ein paar Mal gefahren, jetzt auch mit Zuladung und im Fahrmodus Tour, also zweite von 4 Stufen. Wie weit kommst du da dann ungefähr? Also hier um München haben wir schöne Seen und ich bin also oft mit dem Stand-Up-Ball draufgeladen, so zum See gefahren und dann abends zurück. Es waren 70 Kilometer hin und zurück. Mhm. Also wie ging. Gesagt, mit Stand-Up-Paddle drauf. Ja, und also alle mit Zuladung. Genau, mit Rucksäcken noch da hinten. Und das war richtig gut beladen. Ja, und da bin ich 70 Kilometer gefahren im Tour-Modus. Also wir haben bei Bosch haben wir Eco Tour. Sport und Turbo. Ah, okay. Genau. Und ich fahre meistens mit Tour. Aha. Also ich bin, ja genau, das ist ein super vollkommen Modus. Ausreichend, oder? Ja, auch in der Stadt. Ich finde es super, ja, super gut. Okay, jetzt vielleicht noch so ein bisschen auf die Komponenten von dem Fahrrad. Also du hast eine Kettenschaltung noch mit dran und du hast hydraulische Scheibenbremsen, oder? Genau. Wir haben Kettenschaltung, einfach das Shimano Tiagra mit 10 Gänge. Okay, das reicht ja auch aus, oder? Kommt man überall hoch und man kann auch gemütlich auf langer Strecke relativ schnell fahren. Für die Stadt auch mit in dem höchsten Gang, dann ja, fährt man schon, also bei 25 km/h ist das völlig ausreichend. Völlig ausreichend, okay. Und die Bremsen sind hydraulisch oder mechanisch? Die Bremsen sind hydraulisch. Hydraulisch. Und wir haben hydraulische Bremsen von der Firma Bengal. Bengal. Genau. Bei dem Fahrrad ist der Rahmen in Frankreich produziert. Also, das Fahrrad wird von der Firma Easy Design Technology in Frankreich gebaut, zusammengebaut. Aber nicht nur zusammengebaut, sondern der Rahmen ist aus Alu. Und Aluminium? Ja, 6060 T6 Aluminium. Okay. Und wird in Frankreich hergestellt. Also, und ist lebenslang Garantie. Okay. Also wir werden ja gleich noch eine Runde fahren, dann sehen wir ja nochmal, wie das sich wirklich fährt. Jetzt vielleicht noch ein Punkt, bei der Bremse ist mir aufgefallen, du hast so eine Art Feststellbremse.
Das ist doch eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt, oder? Wie funktioniert das? Ja, das ist super praktisch eigentlich. Das ist wie die Handbremse beim Auto. Ah. Wir kennen das auch von normalen Fahrrädern. Mhm. Wenn man so parkt und das neigt ein bisschen, dann das Vorderrad, also der Lenker vorne dreht sich und das Vorderrad will dann weg. Achso, dann könnte fahren. Das umkippen. Und genau, und da haben wir einfach eine Handbremse, einfach einen Knopf drücken, um festzustellen, um die Bremse wieder zu lösen. Mhm. Dann muss ich einfach noch ein bisschen bremsen und dann geht's weg. Okay, einmal ziehen und dann geht's schon wieder weg. Genau. So, jetzt ist mir gerade noch was aufgefallen an deinem Fahrrad, dass da ein Teil fehlt, was ich letztes Mal doch gesehen habe. Und jetzt kannst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, das ist nämlich genau. Hier dieser Dämpfer. Hier ist das. Ja, warum hast du den denn abgebaut und was hat es mit diesem Dämpfer denn auf sich? Wozu ist der eigentlich gedacht? Also das ist der Neigungsdämpfer. Ah. Ich mag lieber, wenn das Fahrrad sehr wendig ist. Also das ist ganz nah dran an einem normalen Fahrrad eigentlich. Ja, habe ich auch gemerkt. Ja. Und, aber das ist wirklich je nach Typ. Wenn es zu wendig ist, weil dann ist man ein bisschen unsicher da unterwegs. Aha, okay. Mit diesen zwei Rädern, das kann Leute überraschen. Und besonders, wenn man viele Zuladungen hat vorne, wenn man mit drei Bierkästen zum Beispiel, vorne fährt, dann ist es ziemlich schwer. Und naja, es ist... Das ist, um das Fahrverhalten von dem Fahrrad zu beruhigen. Aber du hast hier doch sogar eine Einstellungsmöglichkeit. Da steht nämlich dran, Stufe 1 bis 6. Genau. Also diese Neigungsdämpfer, können wir die Stärke von dem Dämpfer einstellen. Mhm. Also diesen kleinen Hebel haben wir an dem Lenker. Und dann kann ich einstellen, entweder ganz fest, also es ist nicht blockiert, es ist nur schwerer. Okay, aber jetzt, das hört sich für mich schon so an, wie wenn das wichtig wäre für potenzielle Käufer, dass sie tatsächlich mal eine Probefahrt machen. Genau. Deswegen, also weil ich habe es ja selber auch gemerkt, ne? man fährt und ich glaube, wenn man ein bisschen sich daran gewöhnt hat, dann macht das richtig Spaß, weil man dann nämlich wirklich richtig in die Kurve sich reinlehnen kann und so weiter. Aber vielleicht ist man am Anfang doch erstmal ein bisschen vorsichtig unterwegs und unsicher vielleicht auch. Und man braucht so eine gewisse Zeit. Und dementsprechend ist doch auch deine Empfehlung für potenzielle Käufer, dass sie wirklich nach München kommen und bei dir die Probefahrt machen und letztendlich auch nochmal die Beratung von dir bekommen. Oder wie ist der Vertrieb bei dir? Ich vertreibe lieber das Fahrrad nur in München, sodass die Leute eben das Fahrrad hier probieren können. Wir können uns treffen, dann probieren Sie das Fahrrad. Jetzt noch mal kurz, wie findet man dich denn? Also wir werden deine Webseite da unten auf jeden Fall mal einblenden unter den Details. Und dann kann man dich sozusagen über die Webseite kontaktieren und da dann das Kiffy Explorer Bike ausprobieren. Was mich noch interessieren würde, du bist ja jetzt jemand, der hat sich da doch relativ viel beschäftigt mit dem Thema Cargo Bikes. Und du hast jetzt da irgendwo dann rausgefunden, dass eigentlich das Kiffy-Bike vom Fahrverhalten oder sonst eigentlich auch für dich sozusagen irgendwie das Beste ist. Jetzt vielleicht kannst du mal sagen, für wen ist eigentlich das Kiffy-Bike das Richtige? Wer sollte sozusagen zum Kiffy-Bike greifen und sich dieses hier als Cargo-Bike nehmen? Also ich würde sagen, ein Christianer Bike zum Beispiel, das ist super stabil, das ist also mit diesen drei Rädern, das ist ziemlich schwer zu lenken, das ist nicht sehr wendig, aber dafür ist es super sicher. Für also jemanden, Mutter mit Kindern oder so. Super sicher, ja. Es ist aber total unbequem, finde ich, also wenn man unwendig fährt, auf jeden Fall wenn auch. Es Hindernisse gibt, links und rechts, dann wackelt. Das gesamte Fahrrad, ne? Weil das praktisch die Achse ja sozusagen das gesamte Fahrrad mit zum Wackeln bringt. Das heißt, wenn du jetzt über ein Hindernis fährst, also über einen Buckel, der nur auf der rechten Seite ist, dann neigt sich dein Sattel nicht mit, oder Genau. Der Drehpunkt von einem Parallelogramm, also, und in der Mitte ist es, dreht sich das Ganze. Wenn ich ein Hindernis links habe, dann, wenn es um 10 cm hoch geht, dann wird der Rahmen um 5 cm hoch. Genau, hochgehen. Also es halbiert sich sozusagen bei dir. Ich habe auch mit Long Johns verglichen und bei den Long Johns gefällt mir diese Länge nicht. Also der Wendekreis ist einfach zu groß. Ne? Wendekreis ist super groß und auch wenn ich an einer Kreuzung komme,
Ja, es sind schon 2 Meter da von dem Fahrrad schon auf der Straße rüber und ja, okay. Ich kann noch nicht links und rechts schauen. Mhm. Ja, also ich habe viele Vorteile. Natürlich gibt es auch Nachteile. Also mit diesem Neigungssystem ja, muss man sich dran gewöhnen. Mhm. Aber das ist echt, ich finde es eine super, macht Spaß zu fahren, super Lösung. Ne? Ja, ich benutze es wirklich fast jeden Tag. Also, mhm. Ich habe jetzt gerade noch gesehen, du hast da hinten Fußrasten mit dran. Ist das jetzt für Kinder, die dann hinten noch mit drauf sitzen könnten oder wofür ist das gedacht? Ja, genau. Also hinten haben wir 2 Fußrasten, also 2 Paar Fußrasten für 2 Kinder. Wir haben auch 2 Kissen. Und es gibt noch das Gelände, damit Kinder sich festhalten können. Ja, okay. Wir können auch die 2 Kissen wegtun. Das Modell Yep von der Firma Thule. Ah, okay. Dafür sind die Anbindungen da. Und genau, die passen genau für diese Modelle. Da ich das Fahrrad auch im Privatleben benutze, habe ich mir da vorne diese 2 Bretter geschnitten und die 2 Streben. Aha. Dran gebaut, damit ich eben diese Kasten Bier draufladen kann. Aha, weil naja, wir sind ja in München und in München muss man eigentlich die ganze Zeit in München Bierkisten transportieren. Muss man Kasten ja, Bier das gehört einfach transportieren dazu. Können. Genau. Ja, genau. Weil ursprünglich kommt das Fahrrad, also wie auf der Darstellung auf der Webseite, einfach nur mit diesem Alublech vorne und drauf kann man noch alles bauen, was man will. Das ist aber dem Kunden selbst überlassen. Überlassen, genau. Genau. Also ich schlage vor, dass wir eine Runde fahren. Jetzt fahren wir gleich mal eine Runde, genau. Also. Es geht sogar einhändig zu fahren. Dementsprechend muss ich sagen, also dieses Parallelogramm, praktisch die Neigung, die wir hier bei dem Kifi erleben können, die ist wirklich nicht so schwer zum Handhaben. Und das macht richtig Laune, wenn man sich so richtig in die Kurven rein lehnen kann, wie das eben bei einem normalen zweirädrigen Fahrrad auch ist. Nur hat man hier eben ein Dreirad mit 2 Rädern vorne und ja, kann dadurch auch wahnsinnig viel transportieren. Und es ist ein sicheres Fahrgefühl, sehr gute Bremsen, sehr gute Schaltung. Also die 10 Gänge sind absolut ausreichend hier für die gerade Strecke. Ja, und den Berg kommt man auch gut hoch. Also mit 65 Newtonmeter muss ich sagen, ist das absolut ausreichend. Ja, macht richtig Laune. Ja, Leute, also das geht mega easy, hier den Berg hochzufahren. Man merkt es fast gar nicht, dass man da irgendwie knapp 25 Kilo unter sich hat. Ich komme gut in den Kurven klar. Das ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie gesagt, aber es funktioniert wunderbar. Man kann ja sogar hier auf dem Weg innerhalb von 2 Meter kann ich wenden. Also wirklich wahnsinnig kleiner Wendekreis. Und jetzt probieren wir mal, ob ich hier auch im Stand am Berg losfahren kann. Noch ein Test, los geht's. Ah. So. Zack. Und schon steht's.